Im heutigen Video knüpfen wir an die Dreipunktperspektive, die wir das schon mal am Beispiel der New York Skyline gemacht haben. Und zwar das mit einem Koffer. Also die Dreipunktperspektive, auch manchmal Extremperspektive genannt. Das machen wir jetzt einfach mal hier. Wir stellen uns vor, wir sind am Flughafen und schauen nach unten auf unseren Koffer. Das wäre so ein Beispiel für eine Extremperspektive. Ich habe jetzt den ersten Mal so angedeutet. Und sagen wir hier im Hintergrund ist dann der zweite von unserem Nachbarn, der mitfliegt. So, ihr seht, dass natürlich der erste Koffer etwas noch mehr extremer von oben ist, da er eigentlich ganz nah an unseren Füßen steht. Und der zweite im Hintergrund etwas weiter weg, sodass wir den ein bisschen mehr von der Seite sehen können. So, jetzt betonen wir hier etwas mehr die Kanten, zeichnen uns die Räder ein, verändern minimal die Form und hier stellen wir uns vor, bei diesem Koffer, den haben wir natürlich zu uns herangezogen, also entwickeln wir mal den Griff, der aus dem Koffer rausgezogen ist. So, dann können wir hier mal so leicht gebogen auch machen. Kann aber auch gerade sein. So, dann deute ich schon mal für gleich oder für später nochmal den Schatten, dass der Griff uns unseren Schatten auf den Koffer wirft. So, der hat natürlich auch Räder, auch wenn wir die jetzt nur ganz knapp sehen, aber trotzdem sollten wir die nicht vergessen. So, und jetzt können wir vielleicht im Vorfeld mal zwei, drei Striche mit dem Marker schon mal ansetzen. Also ganz wichtig wie immer, schaut euch an, wo sind die Licht, also die hellen Seiten, wo sind die dunklen Seiten. Hier habe ich noch etwas vergessen. Das wäre die dunkle Kante. So, und jetzt kann ich dann mal anfangen. Ich mache jetzt einmal die Seite, die jetzt sozusagen mir am nächsten ist. Dann natürlich die dunkle Seite, wohin der Schatten fällt. Und bei dem Koffer auch die dunkle Seite ebenfalls. So, ihr seht vielleicht das schon mit so zwei, drei wenigen Strichen, die Tiefenwirkung enorm ist. Manchmal reicht es wirklich nur, die dunkle Seite zu schraffieren. Aber schön ist natürlich, wenn man das mit zwei Seiten macht. Wenn wir drei Seiten sehen, wie jetzt bei unserem Koffer jeweils, kann man eine als hellste einfach weiß lassen. Die andere wird dann etwas, also mitteldunkel, im Mittelton. Und die eine Seite ist immer am dunkelsten. So, und das wäre jetzt in dem Fall diese Seite. Wie gesagt, man kann es natürlich immer noch genauer vorzeichnen, viel langsamer, genauer mit dem Marker das Ganze ausarbeiten, aber das ist immer eine Schnellskizze, also eine Gedankenskizze, Idee, die ihr umsetzen könnt. Und deshalb verzichten wir eben auf viele Details und auf Zeitraffer in unseren Videos. So, hier schauen wir uns nochmal genau an, wo könnten wir nochmal einen Schatten ansetzen. Der ist jetzt hier auf dem Boden etwa, da auch. Und natürlich auf dem Koffer oben drauf. Das Licht kommt ja exakt direkt von oben, also ist der Schatten ganz, ganz klein auf dem Koffer zu sehen. So, und jetzt können wir ein paar kräftige Linien zur Ausarbeitung betonen, die noch etwas mehr Dynamik ausstrahlen. So, das ist natürlich unser Nachbarskoffer. Der hat dann auch den Griff, der aber noch im Koffer drin steckt. Sehe ich natürlich bei so kleinen, kräftigen Linien,
Also beim Druck immer leichten Druck ausüben und dann die Druckintensität sozusagen senken. Dann bekommt der Strich auch eine feine Dynamik. Also nicht stark beginnen und stark enden, sondern stark beginnen und ganz schwach enden. Ist einfach eine kleine Übungssache, aber irgendwann denkt ihr gar nicht mehr drüber nach und zeichnet sofort. So, jetzt kann man das. Die Räder nochmal andeuten. Wie gesagt, die kann man auch natürlich noch mit Profil und detailliert und machen, aber das ist jetzt gerade nicht wichtig. Der Schatten, den der Koffer direkt auf den Boden wirft. So, dann können wir nochmal formunterstützend nochmal zeigen, wie der Griff aufgebaut ist. Das heißt, diese drei Striche, die ich jetzt im Griff gemacht habe, weiß der Betrachter sofort, dass der Griff ist einfach rund. So, jetzt können wir hier hinten auch nochmal den Griff jetzt nicht rausziehen, sondern einfach nur andeuten mit einem Pfeil. Das ist so eine leichte Erklärungszeichnung, wie sowas aufgebaut ist. Man kann es mit so einem Pfeil machen, aber vielleicht aber auch anders. So, jetzt schauen wir nochmal, wo wir noch gewisse Details einarbeiten können, wo schraffiert wird. So, jetzt müsst ihr insgesamt immer so auf die Komposition achten und überlegen, okay, wenn das Licht jetzt von links kommt, oder von links oben, wo kann ich jetzt noch etwas kräftiger zeichnen, wo kann ich etwa Linien betonen. Immer natürlich mit Vorsicht, zu viel würde ich auch nicht machen. Irgendwann ist die Zeichnung einfach überladen. Aber ein paar Feinheiten sind hier noch möglich. So, jetzt zeige ich euch nochmal, also mit den Fluchtlinien, wo der Fluchtpunkt ist. Der ist natürlich ganz weit unten und die anderen beiden Koffer haben ihre eigenen Fluchtpunkte nach links und rechts vom Bild. Wie gesagt, den unteren, der weit aus dem Bild raus ist, den muss man sich im Gedanken einfach irgendwo merken, weil man den meistens nicht sofort aufs Blatt Papier bekommt. Ja. Das wären noch so die letzten Details. Ansonsten viel Spaß beim Nachzeichnen. Eure Akademie Routine. Bis bald.